Moin Freunde, was geht? Es gibt News. Und zwar habe ich mir dieses Auto hier gekauft letzten Winter. Das ist ein MX-5 NA mit den Klapplichtern. Das habt ihr alle noch gar nicht mitbekommen. Dem geht es heute ein bisschen an den Kragen. Meine alte Schrottmühle. Schrottmühle, warum? Darum. Das habe ich leider erst Monate nach dem Kauf gesehen. Also das Ding ist am Schweller total verrostet. Kriegt jetzt trotzdem einen Ölwechsel von mir, weil ich mag meine Fahrzeuge trotzdem irgendwie. Und hier? Das hier kam auch nach dem Kauf raus. Irgendwie ist da Folie oder keine Ahnung. Also wenn ihr mehr Inside-Stories zu dem Auto haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann erzähle ich euch ein bisschen mehr zu der Rostlaube. Ah ja, falls ihr euch fragt, wie das Ding von innen aussieht. So, das habe ich neu gemacht. Die Zündkabel habe ich neu gemacht, die Zündkerzen habe ich neu gemacht. Kurz nach dem Kauf, weil der Wagen so ein bisschen gestottert hat. Also falls ihr auch diese Probleme habt, versucht mal mit den Zündkerzen und Zündkabeln. Das hat bei mir instant geholfen. So, heute Ölwechsel. So, wir machen nämlich Folgendes heute. Wir benutzen das gute Engine Clean von Motul. Der Wagen klappert auch ein bisschen. Mal gucken, ob wir das damit wegkriegen. Damit machen wir auf jeden Fall alles einmal richtig schön sauber von innen. Kriegt natürlich noch einen neuen Ölfilter bei IEL Motorsport bestellt. Und ich habe hier auch noch so eine schöne Ölablassschraube mit Magneten. Richtig geil. Das machen wir jetzt dran. So Leute, übrigens, ich habe mir auch richtig viel Mühe gegeben. Ihr seht hier schon Schlachtfeld. Ich habe nämlich die Federn ausgetauscht und auch die Dämpfer, weil die alten Dämpfer einfach Müll waren. Der steht auch auf neuen Federn, H&R, 40 mm tiefer. Und ich hatte auch noch sogar Felgen besorgt, ja, mit neuen Reifen, okay? Also ihr hört jetzt mal, also ganz kurze Leidensgeschichte hier. Ich habe also tiefer gelegt, neue Federn, Dämpfer rein und die Felgen besorgt und habe die selber lackiert. Die Dinger sehen jetzt so aus. Also richtig geil, ja, so Silber außen und Gold innen. Ich kann das ganze Setup nicht eintragen, ich habe nämlich auch noch ein Lenkrad ohne Airbag. Das kann man bei dem Modell nämlich auch noch eintragen. Konnte ich nicht machen, warum? Rost. Der Rost wird entfernt, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben wahrscheinlich schweißen, beziehungsweise zum ersten Mal in meinem Leben Blech wegflexen, also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber es geht weiter, wir haben dieses Öl hier, Motul 6100 Synergy Plus, keine Ahnung. Ist über die Motul-Ölempfehlung einfach rausgesprungen, also ja, ne, Motul. So Leute, wieso habe ich den jetzt hier auf die Holzblöcke gefahren? Ganz einfach, ich komme mit dem Wagengeber sonst nicht runter. Okay Leute, die Ablassschraube ist hier und ich glaube, ich muss den Wagen gar nicht mehr anheben, jetzt wo der auf den Holzblöcken steht. Das ist eigentlich ganz geil. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Geil. So, bevor wir das Öl jetzt ablassen, einmal Engine Clean reinknallen. Das kommt jetzt einmal komplett in den Wagen rein. Der Wagen muss dann 15 Minuten im Standgas laufen und dann machen wir den Ölwechsel. Gucken, ob wir die Karre, ob wir die Kappe so abkriegen. Yes. Einmal auf. So. Zack. Rein damit. Den. So, gut. Zack. Ja, und jetzt läuft der Bums erstmal 15 Minuten durch und dann gucken wir weiter. Ich kann euch mal das Klappern einmal zeigen. Das ist einer der Hydrostöße, glaube ich, der so ein bisschen verklemmt ist. Oh. Ja, passt. So Leute, unten läuft das Öl ab. Jetzt holen wir noch den Ölfilter raus. Der sitzt bei Mazda nämlich. Da unten dahinter. Den seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe ihn. Und ich habe mir von Mythen erzählen lassen, dass man den wohl von Hand rausdrehen kann. Das versuchen wir jetzt mal. Mission Ölfilter. Das sieht für mich ein bisschen unmöglich aus. So, ich habe hier noch so ein brillantes Werkzeug, so ein Ölfilterabzieher. Das Problem ist nur, das Gummi hier reißt auf und ja, mal sehen, ob der den Ölfilter noch schafft, oder? Alter, leck mich. Ja, Mann! Ah, ich habe ihn, Leute. Der alte Ölfilter. Das war gerade so ein heftiger Akt. So, bevor ihr den neuen Ölfilter verbaut, kommt auf die Dichtlippe erstmal ein bisschen Motoröl. Sogar schon vorgefettet, das sieht man hier so ein bisschen.
Aber den kann man auch generell mit ein bisschen Öl schon mal befüllen. Hier einfach einmal. Natürlich müsst ihr das Ganze komplett blind machen. Okay, aber es ist relativ easy. Das ging jetzt doch fix. Einmal handfest zuziehen. So, und dann kommt auch schon die neue Ablassschraube rein. So, so sieht die neue aus. So, ich habe jetzt noch hier so eine Einfüllkappe gebastelt. Hoffentlich hält das. Liter. Im Handbuch steht 3,37. Ich tue lieber ein bisschen weniger und fülle dann einfach gleich nach dem ersten Probelauf ein bisschen nach. Wir machen jetzt die Karre einmal an, lassen die für 1-2 Minuten laufen. Läuft gut. Hydrostößel klappert nicht mehr. Sehr schön. Klingt gut. Dann machen wir direkt mal einen Check, ob irgendwo was ausläuft. Und wenn nicht, dann haben wir gute Arbeit geleistet. Motor klingt auf jeden Fall besser als vorher. Und dann gucke ich mal eben kurz drunter, ob da was ist. Checken wir einmal nochmal den Ölstand und dann haben wir es. Sieht man es auch. Das ist eigentlich so gut zwischen F und L, also ist genau Mitte. Deswegen lasse ich es erstmal, bevor ich hier zu viel einfülle. So Leute, wieder mal auf Grenze. Akku 1%. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Falls ihr mehr von dem MX-5 wissen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht mal ein Video zum Kauf, zum Rost, zu meiner bisherigen Experience, Fahrerfahrung und halt auch einfach, warum ich jetzt meine geilen Felgen nicht zugelassen bekommen habe, sondern einfach die jetzt drauf habe, aber die Federn drin sind. Und zwar, ihr seht sie da, das Blaue da hinten. Ja, an der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal und abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen.